Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute wollen wir dir wirklich mal von Grund auf die Schnelligkeit erklären. Und zwar, was die Formen der Schnelligkeit sind und wie du diese Schnelligkeitsformen trainieren solltest. Denn viele trainieren auch heute die Schnelligkeit noch ein bisschen falsch. Dass sie zum Beispiel meinen, sie könnten die Schnelligkeit trainieren, indem sie 400 Meter Läufe machen oder indem sie keine Pause zwischen den einzelnen Einheiten machen. Und darauf kommt es heute an. Grundlegend solltest du unbedingt wissen, dass es verschiedene Formen der Schnelligkeit gibt. Grundsätzlich lässt sich die Schnelligkeit einteilen in die zyklische Schnelligkeit und die azyklische Schnelligkeit. Die zyklische Schnelligkeitsform meint alle Bewegungen, wo ein gleichbleibendes Bewegungsmuster herrscht. Zum Beispiel beim Radfahren oder beim Schwimmen oder eben beim Fußball, wenn du einen geraden Sprint machst. Da hast du ein gleichbleibendes Bewegungsmuster. Azyklische Schnelligkeit meint alle Formen, wo du quasi Bewegungen in einer Vorbereitungs-, einer Haupt- und einer Endphase hast. Zum Beispiel, wo du sprintest und dann die Richtung änderst. Dann hast du eine azyklische Bewegung, weil das kein gleichbleibendes Bewegungsmuster ist. Dann gibt es noch verschiedene kleine Formen, zum Beispiel Handlungsschnelligkeit oder Aktionsschnelligkeit oder Reaktionsschnelligkeit. Darauf wollen wir jetzt nicht konkret eingehen, sondern ich möchte dir vielmehr sagen, wie du diese Schnelligkeitsform jetzt trainieren kannst. Grundsätzlich solltest du wissen, dass Schnelligkeit leider im hohen Maße anlagebedingt ist. Das heißt, entweder bist du von Geburt an eher jemand, der, ich sag mal, relativ schnell läuft oder jemand, der nicht so schnell läuft oder du bist halt im Mittelmaß. Das hat mit deiner Faserverteilung im Muskel etwas zu tun. Da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, sondern dir vielmehr sagen, wie du trotzdem die letzten Prozente aus deinem Schnelligkeitstraining doch rausholen kannst. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Eine Methode ist zum Beispiel die Sprints, die geraden Sprints. So kannst du beispielsweise einfach 10, 12 oder auch 15 Meter sprinten mit dem höchsten Tempo, was du überhaupt schaffst. Du kannst auch Widerstände noch haben, zum Beispiel einen Schnelligkeitsschlitten oder einen Sprintschirm. Das kannst du nutzen, also deine zyklische Schnelligkeit trainieren, ein gleichbleibendes Bewegungsmuster mit geraden Sprints. Du kannst auch in Form von Richtungswechsel deine azyklische Schnelligkeit trainieren. Auch dazu haben wir schon verschiedene Videos gemacht. Schau dir hier gerne mal die verschiedenen Übungen in diesen Videos an. Azyklische Schnelligkeit, wie gesagt, in Form von Richtungswechsel, wo du immer von einer Richtung zur anderen so schnell es geht sprinten musst. Was du auch machen kannst, sind Bergaufläufe. Zum Beispiel, um deine zyklische Schnelligkeit zu trainieren. Du kannst zum einen den Berg hochlaufen, also einen Bergauflauf sozusagen, oder auch einen Bergablauf, in dem du runterläufst. Das sind mal so drei sehr, sehr gute Methoden, wie du deine Schnelligkeit trainieren kannst. Jetzt möchte ich noch einmal ganz konkret wertvolle Tipps an die Hand geben, wo du bei der Lauftechnik beim Schnelligkeitstraining darauf achten solltest, wie du mit ganz kleinen Tipps einfach schneller laufen kannst. Jetzt nochmal wertvolle Tipps, die du unbedingt beachten solltest, um deine Sprinttechnik, deine Lauftechnik zu optimieren. Und da hilft es dir, wenn du zum Beispiel mal auf deine Armtechnik achtest. Achte beim Sprinten und besonders beim Schnelligkeitstraining darauf, dass deine Arme immer ungefähr 90 Grad angewinkelt sind. Ja, dass du nicht zum Beispiel sprintest, indem dein Arm gestreckt ist. Die zweite Sache ist, dass du immer versuchen solltest, besonders auf den ersten Metern auf Zehenspitzen zu laufen. Nicht auf den Fersen, sondern auf den Zehenspitzen und dich richtig vom Boden abzudrücken. Die nächste Sache ist, dass du versuchen solltest, am Anfang, wenn du lossprintest, eher kleine Schritte zu haben. Und, das kommt auch noch hinzu, dich am Anfang erstmal klein zu machen und dich dann langsam aufzurichten. Beachte diese Tipps unbedingt beim Schnelligkeitstraining. Schau dir jetzt sehr, sehr gerne die Videos zum Schnelligkeitstraining an, wo wir dir wirklich Übungen an die Hand geben, die du zu Hause oder auch auf deinem Vereinsgelände machen kannst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, hinterlass unbedingt ein Like und einen Kommentar. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video von uns verpasst. Und ansonsten schau auch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und vergiss nicht, jeden Montag und jeden Freitag kommt hier auf YouTube ein neues Video. Ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.